Und Leute, ich glaube, Epic weiß es gar nicht, aber ich sehe ihn die ganze Zeit schon hinter dem Haus von meiner Nachbarin. Und ich glaube, der hat irgendwas geplant. Ich habe keine Ahnung was, aber irgendwas hat der. Entweder ist es eine Überraschung oder er will mich trollen oder irgendwas. Aber Leute, ich komme dem Ganzen natürlich zuvor. Ich muss nur gucken, was er vorhat. Ich sehe hier leider gar nichts. Er ist die ganze Zeit hinter dem Baum da. Kann ja wirklich nicht sein. Ich glaube, ich erschrecke ihn einfach. Ich glaube, das ist die beste Idee. Oh, er darf mich nicht sehen. So. Seid ihr bereit? Okay, auf die Plätze. Fertig. Epic! Epic, lass mich hier raus. Was ist das hier? Ich habe eine kleine Falle gebaut. Jetzt bist du Kriege ich das eingesperrt. weggebaut? Und jetzt? Das Hallo? nehme ich schon mal mit und das nehme ich auch schon mal Wie, du mit. nimmst was mit? So, zack Aus meinem und perfekt. Haus? Meinst du es Jo, ernst? klar. Was Kann nimmst ich du mir mit? den Was hast du Joker kaufen? mitgenommen? Erzähl. Fernseher. Fernseher? Epic, du hast doch einen Fernseher. Und Tschüss. jetzt? Hey! Und wie komme ich jetzt wieder hier raus? Leute, ich glaube, ich kann das nicht abbauen. Vielleicht komme ich hier irgendwie anders raus. Hallo? Irgendjemand? Jessie? Hallo? Epic! Oh, ich schwör's Gotcha! dir. Das erste, was ich machen werde, ist dir deinen Fernseher zu klauen. Ja, viel Mein Spaß. Du Fernseher? Du kannst mich kannst nicht einfach jetzt. meinen Fernseher Jetzt hol erstmal klauen! eine Diamantspitzhacke und hol mich hier raus. Ich glaube, Ja, ich bekomme das nicht okay. besser weg, Weil okay? du es bist. Ja, weil ich's bin. Sagte der, der meinen Fernseher geklaut hat. Achtung, Katja! Ja, danke. Festhalten! Einmal bitte wegmachen. Zack! Bitteschön! Oh, was ist das denn bitte? Ja, du Hab dich kannst dir sehr das gern jetzt hier befreit. komplett Kein nochmal Problem. wegmachen, Ja, ne? ich baue das alles nochmal ab. Dankeschön. Ja, ich bin ja jetzt Fernseher los. Ich glaube, ich hole mir mal meinen Fernseher wieder, ne? Dankeschön. Viel Spaß Gotcha! beim Abbauen. Das hat man Hey. davon. Ich glaub's nicht. Ich wusste, dass er irgendwas macht. Wo hat er jetzt meinen Fernseher? Oh, meiner. Vor allem, er hat einen viel größeren Fernseher. Leute, ich habe keine Ahnung, was zurzeit los ist, aber Epic hat die ganze Zeit irgendwelche Dinge, die er plant und macht, um mich zu trollen. Ich hoffe, dass hier diese Falle jetzt komplett weg ist. Alles weg? Alles weg, ja. Okay. Ich habe meinen Fernseher wieder. Und du Ja, gehst hier ist jetzt es hier mal süß. wieder, okay? Ja. Tschüss. Tschüss, Epic, mach bye die weg. Wenn ich da drüber bye. laufe, werde ich ja wieder Tschüss. eingetütet. Oh, kann ich irgendwie zubauen oder so vielleicht? Ja, besser als nix. Ja, irgendwas überlegt er sich die ganze Zeit. Also wir hatten schon mehrere Trolls jetzt die letzten Tage. Und irgendwie habe ich es noch nicht geschafft, ihn irgendwie das heimzuzahlen. Irgendwie hat er halt bessere Ideen als ich. Ich sehe dich da unten stehen Ja, wohl. was machst du denn hier? Jetzt Ich wohne hier. mach mal die Falle weg. Ich habe sie Nein. zugebaut. Das war hässlich von meinem Haus. Ich glaub's nicht. Okay, Leute, also, wir müssen uns irgendwas einfallen lassen. Das Ding ist halt, ich würde ihn schon ungern jetzt hier irgendwie, das Haus von mir alleine lassen. Also, wenn ich irgendwas plane und weg bin und er dann hierher kommt und irgendwas macht, dann ist mein Haus Geschichte. Das bedeutet, wir müssen warten, bis er schläft und dann muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Vielleicht bekomme ich diese Falle abgebaut und kann sie bei ihm hin platzieren. Aber das ist ja auch nicht so das Richtige. Ich weiß nicht. Wir überlegen mal, würde ich sagen. Und hoffen einfach, dass die Trolls bis zum Abend hin nicht allzu schlimm werden. Wir sollten das Ganze auf jeden Fall hier beobachten. Also es ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen. Da hinten seht ihr so ein bisschen, es wird dunkel. Und ich hoffe, also bislang ist nichts mehr passiert, dass Epic einfach seine Pranks jetzt beendet hat. Und dann könnte ich mal langsam gucken, ob er schon schläft. Warum hänge ich hier fest? So, gucken wir mal ganz kurz. Epic. Was? Ist es? Warum hast du da Lava? Hey! Moment mal! Ich hänge die ganze Zeit in meinen eigenen Blöcken fest. Spinnst du? Hast du ein Nachtsichtgerät? Ja, klar. Was ist, geht bei dir denn ab? Hey! Oh, Das ist gut, weißt du, ich wie mache die lange das Lava wieder dauert? weg für dich, Ja, ja? danke. Weißt du, wie Oh. lange das dauert, bis es abfließt? Du hast extra meine Tür Nein. aufgemacht. Oh nein, hast du Nee. nicht? Epic, geh! Geh pennen! Ja, Oder ich mach kurz die Lava irgendwas! weg. Epic, ich schwör's dir. Hab sie weggemacht. Tschüss, Du bye-bye. bist ein Spinner! Was mach ich denn jetzt? Tschüss.
mein Haus! Mein Haus. Okay, Leute. Ah! Ich. Au! 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 Wasser! Wasser! Hallo! Wasser! Irgendwie! Okay, ich glaube, ich rede es auch ohne Wasser hin. Oh, wie bekomme ich denn jetzt hier die Lava weg? Oh, okay. Ich habe bald 2,5 Herzen. Die ist unter meinem Bett schon. Okay, wir lösen das erstmal und dann kümmern wir uns um Epic. Oh. So, jetzt müsste sie doch mal weg sein. Ah, sehr gut. Okay, Leute, das bedeutet, wenn Epic jetzt wirklich schlafen sollte, gucken wir, wie wir ihn mal trollen können. So, keine Ahnung, wo die eine Erde hin ist, aber gut. Also, Lava hatte er schon, die Falle hatte er schon. Epic ist am Schlafen, hoffe ich mal. Ich weiß nicht ganz, ob er im Bett liegt. Das Ding ist halt, ich brauche irgendwas Innovatives. Wir gucken jetzt erstmal, ich sehe leider seinen Namen nicht. Vielleicht schaffe ich es hier durch irgendein Fenster mal ganz kurz rein. Wir müssen da ganz leise sein. Okay, mal gucken, ob er schläft. Ich schleiche mich mal ganz kurz nach oben. Wir müssen halt wirklich mucksmäuschenstill sein, dass er nicht irgendwas hier bemerkt. Und er schläft. Okay, was könnten wir machen? Vielleicht könnte ich ihn irgendwie erschrecken. Vielleicht könnte ich mich irgendwo in seinem Haus verstecken und ihn dann erschrecken. Das Ding ist halt, der hat hier kaum irgendwelche Türen oder Keller oder Dachböden. Der hat hier gar nichts. Der hat 2 Etagen und einen Kamin. Und der Kamin, Leute, der war seit 100 Jahren nicht an. Leute, wenn ihr denkt, das ist irgendwie so Rauch oder sowas, auch aus seinem Haus rausgehend, nein, 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 das ist einfach Dreck. Das sind einfach Spinnennetze. Vielleicht schaffe ich es auf sein Haus drauf und in den Kamin rein. Und dann muss ich mir nur überlegen, wie ich das mache, dass ich da unerkannt irgendwie einen guten Zeitpunkt finde, wann ich ihn erschrecke. Ich hole mir jetzt mal ein bisschen Holz. Dann machen wir uns mal ein Schwert, würde ich sagen. Und uns auch nochmal eine Schaufel, um uns ein bisschen Erde zu holen. Ich müsste halt im besten Fall irgendwie da hoch, unerkannt. Und ohne irgendwelche, naja, Hinweise. Also ich kann jetzt ja nicht irgendwie ein Gerüst hier hinterlassen, wo ich mich da hochbaue. Leute, versteht ihr? Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, wir machen ein Schwert. Wir machen natürlich eine Schaufel. Und dann bauen wir hier ein ganz kleines bisschen Erde ab, dass wir uns irgendwie hochbauen können. Und das müssen wir dann gleichzeitig immer wieder abbauen. Ist ein bisschen kompliziert. Vielleicht so 20 Erde, das sollte reichen. Dann machen wir es so, ich gehe jetzt erstmal auf irgendeinen Baum hoch. Okay, und dann von dort aus kann ich mich vielleicht so ein bisschen besser dahin bauen. Ich hoffe, die despawnen bis morgen früh. Okay, wir schaffen es schon mal aufs eine Dach drauf. Und da liegt Epic, schläft gerade, träumt irgendwas Tolles. So, und dann muss ich hier einmal hoch und zack. Dann noch eins und die muss ich natürlich wieder abbauen. Auch wieder hier mal hoffen, dass die bis morgen früh weg sind. Und jetzt bin ich schon an seinem Kamin. Das Ding ist halt, hier sind überall Spinnennetze. Ich muss mich hier irgendwie so ein kleines bisschen runterbauen. So, wenn jetzt irgend so ein Schornsteinfeger kommt. Nee, das macht keinen Sinn. Hier, wartet mal. Wir müssen noch eins weiter runter. So vielleicht. So, okay. Dann haben wir jetzt schon mal eine gute, ja, wie soll ich sagen, eine gute Basis. Es geht. Vielleicht noch eins weiter runter. Oh, nee, noch eins. Oh, ich hätte das fast fallen lassen und dann wäre es irgendwann... Ich habe eine gute Idee, Leute. Sogar eine sehr gute. Moment mal, ist hier jetzt eigentlich Epics... Zimmer, mal ganz kurz, wartet, ich mache uns ganz kurz noch eine Spitzhacke, dann baue ich da ganz kurz durch und kann es auch wieder hinlegen, ich habe nämlich eine gute Idee, oh perfekt, so habe ich es mir vorgestellt, denn Leute, Epic hat einen Dachboden, von dem er nichts weiß und das bedeutet, er müsste genau, jetzt habe ich Probleme, unter uns liegen, die werden alle irgendwann runtertroppen, denn ich kann ihm einfach, ist er wach geworden? Ich kann ihm einfach kleine Notizen schicken als Geist. Immer den Kamin runter und wenn er den Kamin hochguckt, wird er natürlich nichts sehen.
weil ich habe mich hier versteckt sozusagen. Eins weiter, das bedeutet, ich muss mir auf jeden Fall nochmal irgendwie ein paar Bücher holen und send ihm dann Notizen. Das wird richtig lustig. Ich hoffe, er guckt halt nicht hier, baut er eigentlich irgendwas? Das Ding ist halt, ich sehe hier halt auch gar nichts, Leute, ne? Also, ich habe keine Ahnung, was er macht. Ah, vielleicht kann ich hier einmal ganz kurz, nee, wenn ich was abbaue, ich bin genau über ihm. Ich darf ja auch nicht zu laut sein. Ah, die werden alle runterblumsen. Wenn er die Blöcke sieht, dann habe ich abgelost. Dann habe ich richtig abgelost. Und der geht die ganze Zeit raus. Ich guck mal ganz kurz hier, ob ich irgendwas sehe. Wartet. Er ist draußen. Oh, der geht mir bestimmt Acid wieder Tag, Leute. Okay, das ist mein Moment. In der Zeit, wo er jetzt irgendwelche Pranks für mich vorbereitet, bereite ich den ultimativen für ihn vor. Und zwar ein Geist, der angeblich in seinem Kamin wohnt. Perfekt. So, also es ist Tag, ich habe alles vorbereitet und Leute, wir werden jetzt die erste Nachricht schreiben und zwar wird die sowas sein wie, du bist nicht alleine, Epic. Oh, vielleicht wird er auch denken, dass ich das bin, aber er wird es nicht herausfinden, das ist das Allerbeste. Okay, ich schreibe mal was. Also irgendwie sowas, du bist nicht alleine, ich werde dich finden. Und Leute, wir haben jetzt einfach einen eigenen Briefkasten. Ich hoffe halt wirklich, dass Epic das finden wird. Ich hoffe auch, oh nee, die Blöcke sind da noch. Ah, ich hoffe, die sieht er halt nicht. Oder egal, zum Glück sieht er die. Ich sende jetzt mal die Post hier runter. Das wird jetzt ein bisschen dauern, bis sie unten ankommt. Und wenn Epic das findet, bin ich mal gespannt. Er wird bestimmt den, naja, hier hochkommen, den Kamin. Aber ich kann hier zumachen und dann wird er nichts finden, weil er nichts von seinem eigenen Dachboden weiß. Wow. Okay, eins ist es schon runter. Ich kann es auch ein bisschen beschleunigen, indem ich eins vielleicht hier wegmache. Naja, das wird schon, Leute. Das wird schon. So. Okay, mal gucken, ob Epic... Guten Morgen. Okay, ich schau mal als allererstes, ob Kata schon in ihr Troll reingeplumpst ist. Aber ich glaube, da ist noch nichts passiert. Okay, dann geht's erstmal nach unten frühstücken insgesamt. Warum liegt hier Erde in meinem Kamin? Was ist denn da los? Moment mal. Eine Erde habe ich? Ey, wir sind fies. Da liegt ja noch mehr. Was liegt denn da alles drin? Da liegen Bücher drin? Das ist ja richtig, richtig seltsam. Moment mal. Also ich hoffe, er hat mich jetzt nicht gesehen, Leute. Aber ich musste runtergucken. Okay, er wird das Buch... Was ist das denn hier? Du bist nicht alleine? Ich werde dich finden? Hä? Wir werden hier das ganze Zeug in meinen Kamin geschmissen. Das sollte bestimmt hier verbrannt werden. Das kann sein. Stimmt, war ich das selber? Ich bin mir nicht ganz sicher. Warum sollte er sich selber eine Nachricht schreiben? Okay, warte, wir machen direkt eine zweite. Irgendwas... Ich glaube, er hat gerade den Kamin angemacht, Leute. Das ist natürlich für meine... Ist er an? Nein, okay, perfekt. Das wäre sonst für meine Briefe nicht gut. Die würden dann immer verbrennen. Dann machen wir was anderes. Wir schreiben was Geisterischeres. Sowas wie, ich beobachte dich beim Schlafen. Also ich hoffe, das stimmt. Ich habe jetzt einfach geschrieben, du schnarchst. Ich weiß nicht ganz. Okay, zweiter Brief wird gesendet von meinem kleinen Geisterpunkt. Okay, es sind keine Spinnennetze mehr. Noch ein Brief. Es kommt hier die Post an oder was? Was ist denn da los? Okay, es ist wieder ein Büchlein. Ich beobachte dich beim Schlafen. Du schnarchst. Ja. Was soll das denn bedeuten? Okay. Und wie ist es, dass irgendjemand beobachtet mich hier beim wie schnarche? Und schreibt mir die ganze Zeit Briefe durch den... Moment mal, da muss ich was dran ändern. Oh, er wird den Kamin hochgehen. Safe. Er wird gucken, ob hier irgendjemand ist oder ob ich hier bin. Aber Leute, ich sneak jetzt. Man sieht meinen Namen sowieso da nicht. Hier, wir dicht gemacht insgesamt. So, er hat alles zugebaut. Blub, 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 blub. Kamin ist zu. Jetzt kann er nichts mehr reinblumsen. Sehr gut. Und das Buch, das gebe ich einfach zu Katja. Hä? Er hat's zugebaut. Okay, warte mal. Wenn er gerade zu mir läuft, dann kann ich es wieder freibauen. Dann wird er ja auch denken, dass hier irgendwas Gruseliges ist, oder Leute? Ich glaube schon. War der hier auf dem Dach? Wie hat denn der das so schnell hier hochgeschafft? Moment mal. So und so. Der ist wieder frei hier. Perfekt. Okay, machen wir hier mal wieder zu.
Vielleicht kommt er mal hochgeklettert. Ich habe ihn bis jetzt noch nicht gesehen, halt. Oder wir schreiben noch einen Brief, würde ich sagen. Als Geist. Ich schreibe einfach sowas wie, ich bin vor... Der Kamin ist wieder offen! Was ist denn da los? Wer macht denn das jetzt? Ist der Der Kamin schon wieder offen? Geist. Das kann doch nicht sein! Okay, wir machen jetzt ein bisschen was Krasseres. Ich habe jetzt geschrieben, ich bin vor 100 Jahren hier gestorben. Dann wird er wohl denken, dass es ein Geist ist. So. Ich glaube, er hat wieder zugebaut. Oder er hat Wasser hingemacht. Wieso? Naja, ich glaube, da kommt trotzdem was nach unten an. Ist es der Brief? Ja. Okay. Der kommt nach unten. Ja. Perfekt. Okay. So. Wieder hier wird zugemacht. Ah! Was ist denn jetzt hier schon wieder? Obwohl Wasser drin ist, kommt hier trotzdem was rein. Was ist das denn hier? Wieder ein weiterer Brief? Das ist ja richtig seltsam. Was steht denn jetzt da drin? Ich bin vor 100 Jahren hier gestorben. Der Kamin redet mit mir. Was ist da los? Okay. Ich würde sagen, wir warten mal ein bisschen. Ich denke, er wird so ein bisschen Angst bekommen. Wir werden es nachts noch mal ein bisschen krasser machen, Leute. Wenn er wieder schläft, werde ich mich vergewissern, ob er schläft. Ich werde mal hier was abbauen und dann holen wir ganz viele Cobwebs und machen den ganzen Kamin voll mit Cobwebs und vielleicht so ein bisschen rausragend aus seinem Haus. Ich habe da, glaube ich, was Cooles geplant. Ich hoffe, das funktioniert so. Und ich denke, soweit wird er hier nicht nochmal gucken. Okay, dann warten wir nochmal ein bisschen. Es ist gerade Tag. Es ist dunkel tatsächlich. Ja, okay, ich habe keinen weiteren miesen Fies mehr bekommen. Der Kamin ist abgesichert und ich lege mich jetzt schlafen. Sehr gut. Okay, Leute, wir warten nochmal einen kurzen Moment, bis Epic eingeschlafen ist. Dann gucke ich mal. Das Ding ist halt, ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt hier was abbaue, wo ich genau bin. Ich hoffe, ich sammle das auf. Das war jetzt nicht so klug, aber ich muss eh raus. Also, Leute, ich hoffe, ich mache keinen Lärm. Ich mache Lärm. Okay, wir sind einfach mal ganz schnell draußen. Was ist das denn hier? Okay, wir holen jetzt ein paar Cobwebs und dann mache ich hier alles voll. Ich schreibe noch einen coolen Brief und dann hoffe ich mal, dass er morgen auf jeden Fall sein Haus verlassen wird. Vor Angst, ich hoffe es. Vielleicht schreibe ich noch ein paar coole Schilder hin. Wir werden mal sehen, was ich auftreiben kann. So, ich habe einiges gefunden. Cobwebs, Schilder, wir machen alles voll. Und ich hoffe, ich kann jetzt den Moment nutzen, wenn Epic hier noch schläft. Also, erstmal kommt das hier alles weg und das Wasser kommt weg. Und dann fangen wir mal an, hier alles wieder schön zu machen. Das kommt dahin und wir machen Schilder hin. Sowas wie verschwinde. Wir gehen mal ein bisschen überdramatisieren, würde ich sagen. Dann kommt das hier wieder hin und wir machen jetzt alles voll mit Cobwebs. Also von vorne bis hinten. Ich muss natürlich gucken, dass ich am Ende des Tages, wollte ich gerade sagen, am Ende der Nacht wieder schön in meinem Versteck bin. Hier kommt überall das hin. Jetzt habe ich mich hier selber eingebaut. Super. Und ich hänge hier sogar fest. Umso besser. Das sollte ich natürlich gucken, dass das nicht passiert. Machen wir das so hin und hier kommen auch überall Cobwebs hin. Das sieht gruselig aus. Ein paar habe ich noch aufgehoben für oben. Dann gehen wir wieder nach oben und dann geht es wieder ins Geheimversteck. Und morgens wird Epic so Panik schieben, zu 100%. Dann noch hier. So, okay. Ich bin fertig. Mein Meisterwerk. So, dann habe ich jetzt leider die Stone Bricks verloren. Das ist natürlich jetzt nicht so gut. Dann halt so. Okay, perfekt. Das bedeutet, morgen früh werde ich bestimmt einen Schrei hören. Ich werde dann hier natürlich mal runtergucken, weil ich meine, ach, der sieht mich hier eh nicht. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant aus. Ich glaube, ich muss hier eins leider abbauen. Ich habe auch kein Schwert mehr. Egal, mache ich jetzt nicht. Ich baue eins mal ab, dann kann ich runtergucken. Und dann können wir uns alles angucken, wie er rausrennen wird, wie er Angst hat. Und dann gebe ich mich zu erkennen. Oh, ein neuer Tag! Okay, mein Kamin habe ich tipptopp und sicher zugebaut. Und, was ist das denn hier alles? Spinnweben Ja. und... Oh, hast du keine Angst? Moment mal, verschwinde steht hier. Ich weiß alles. Du bist hier nicht alleine. Ich sehe dich. Was soll das alles bedeuten? Denn? Das kommt allesamt hier weg. Oh, das Die ist schon ganzen allesamt sehr Cobwebs vor allem. gruselig hier. Jetzt Sehr Spinnnetze. Wo kommen die denn her? gut. Mein Kamin. Oh nein. Kommt das hier alles aus dem Kamin? Moment mal. Das kommt Was weg. macht Das er denn kommt da drinne? weg. Was ist denn hier los? Also er hat immer noch... Moment mal. Leute, ich bin reingefallen.
Nee, 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 nee. Kann ich die abbauen noch rechtzeitig? Aber ich rutsche auch weiter runter dann. Das muss ich doch irgendwie abbauen können. Als ob. Der will mich Hier doch wird jetzt Feuer nicht angemacht. Das braten. ist ja mies und fies, sind ja auch Spinnenweben. Die kommen auch weg. So, Feuer ist Der an. hat es Sehr doch nie, seine gut. Leute. Ich kann Ich sie hoffe, da abbauen kommt jetzt nicht rechtzeitig. runter. Ich habe kein Schwert. Okay, ich bin geliefert eigentlich. Ich könnte das hier abbauen. Ich kann hier nichts abbauen, Leute. Warum kann ich hier denn nichts abbauen? Oh, ich muss so leise sein. Vielleicht kann ich einfach rausrennen. Aber ich werde Damage bekommen und er wird sehen und dann weiß er Bescheid und ich rutsche gleich runter. Ich kann es halt wirklich. Also, legit, ich kann es nicht abbauen. Ich weiß nicht mal warum, weil ich glaube, ich drin bin. Okay. Ich sag einfach Überraschung oder so vielleicht. Er wird mich nicht sehen. Ich werde Damage bekommen. Oh nein, ich werde brennen. Okay, einmal kurz werde ich jetzt fallen bestimmt. Oder auch nicht. Hallo, hier ist eigentlich ein. Wie lange dauert es denn, bis ich ganz unten bin? Er will doch meine Füße sehen als erstes. Vielleicht sieht er auch gar nichts, Leute. Vielleicht sieht er wirklich gar nichts. Und dann. Dann renne ich einfach raus. Oder baue mich hier raus. Das wäre eine gute Idee. Hä? Hallo? Das ist die Gatter? Wer Epic? kommt denn hier? Was machst du denn hier? Ah! Hey, mein Kamin! Was machst du denn hier in meinem Kamin drin? Du kannst doch nicht einfach brennend hier durch mein Haus laufen. Gatter? Epic. Warst du die ganze Zeit in meinem Kamin? Das sollte Du hast die anders laufen. ganzen Bücher und Schilder Ja, geschrieben. natürlich habe ich die ganzen Bücher. Warst du hier 3 Nächte drin? Zwei. Keine drei. Also bitte. Moment mal, das ist Ich bin aber einfach auch. reingefallen am Ende des Wie Tages. reingefallen am Ende des Tages? Kann doch nicht Ah, du hast einen sein! Dachboden, von dem du nichts Ein weißt. Dachboden? Ja. Und du hast hier die ganzen Schilder geschrieben! Schau mal, hier oben. Da Ja. oben drauf warst du? Ja. Das ist eine absolute Das ist mein Crafting Frechheit! Table. Hey, aufhören! Wegen deinen Du kannst. Pranks. Jetzt hör mal auf damit, okay? Ich habe gar nichts Wir sind jetzt gemacht! quitt. Kannst du Doch. nicht hier meine Tür Ich will gar nicht in abbauen? mein Zimmer rein. Also in Ey, mein Haus. aufhören! Ich will gar nicht wissen, was Du da hast in vielleicht meinem ist. Kamin gewohnt! Ich wollte dich pranken, weil du mich prankst. Hallo. Hallo? Hallo. Hey, raus Wir sind hier! jetzt quitt, okay? Okay. Hat halt nicht so gut funktioniert, wie ich dachte. Ja, das war mir so ein fieses Kater und es war auch wirklich sehr gruselig. War es gruselig? Ja, es war schon Ehrlich? gruselig. Ja, okay. Du Hat kannst ja zurück zu zumindestens. deinem Haus gehen. Oh nee. Was hast du gemacht? Epic, ich gehe in. Och. Spinnst doch! Das gibt's doch nicht. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss.